merken wir doch erst jetzt, dass Menschen bereit sind, auch offen zuzugeben, ja, wir haben Probleme damit. Das ist einfach für uns problematisch, was da mit uns passiert ist. Wir haben auch Traumata davon getragen. Über sowas muss man sich unterhalten, über die ganzen Folgen, die es gibt. Und da gibt es sehr wohl Studien, die lassen sich auch gar nicht bestreiten. Zum Beispiel, dass Schmerztraumata auftreten. Das sind Studien und da gibt es auch jetzt nicht irgendwelche Gegenstudien, sondern da ist nun einmal Fakt, wenn man einem Kind ohne Narkose starke Schmerzen zufügt, dann wird dieses Kind schmerzempfindlicher später und es begründet auch, da muss man einfach mal sich die Schmerzforscher, zum Beispiel Herr Zernikow, das ist einer der Führenden, da muss man sich mal anschauen, was die dazu geforscht haben. Es können chronische Schmerzen auftreten, das erleichtert das Ganze. Wir haben ein Schädigungspotenzial bei dem. Und sie haben verschiedene Vorteile angesprochen, Gebärmutterhalskrebs, Reduktion von HIV, einverstanden, die Zirkumzision, die mag all das möglicherweise verringern. Aber ab wann verringert sie es? In dem Moment, wo sich diese Gefahren zu realisieren drohen. Nämlich die Übertragung von HIV, ja, die hat man zum ersten Mal mit Geschlechtsreife. Also wenn es zum Geschlechtsverkehr kommt, die Verursachung von Gebärmutterhalskrebs, die kann auch erst auftreten, wenn die Geschlechtsreife eingetreten ist. Warum überlassen wir die Entscheidung, dass das Risiko, sich mit HIV zu infizieren oder Gebärmutterhalskrebs zu verursachen, warum überlassen wir diese Entscheidung nicht den Jungen selber, den Betroffenen? Warum beschneiden wir denn die Kinder? Lassen wir doch diese Entscheidung die Kinder, die Erwachsenen selber treffen, wenn sie entscheidungsbefugt und einwilligungsfähig sind. Dankeschön.